Dass ich selber großer Fan der Kreuzer bei World of Warships bin, ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Und dementsprechend sind mir natürlich Premium-Schiffe in dem Bereich am liebsten, weil da kann man Credits einfahren. Und genau dazu gehört die Atago. Das ist ein Tier 8 Kreuzer der Japaner, eben natürlich ein Premium-Schiff. Vorne zwei Türme mit je zwei Kanonen, also in Summe vier und, Entschuldigung, hinten natürlich. Und vorne das gleiche nochmal zwei Türme mit zwei Kanonen und einem gegenläufigen, also der dreht andersrum. Das ist die Kuriosität an dem Ding. Ja, ansonsten den klassischen schön langen Torpedos von der Reichweite kann man auch mit dem was anfangen und mit einem Aufbau, der rein optisch schon auch spannend ist. Nun aber, genug der Worte, lasst uns den japanischen Kreuzer in die Weltmeere schippern. Nun haben wir also ein Matchmaking gefunden mit dem T8 Kreuzer und sind Top-Tier. Ja, ihr seht's. Ansonsten gibt es noch beim Gegner 7er, 6er und vereinzelt auch 8er. Also von dem her, da ist man ja schon fast gezwungen, was zu reißen. Sonst gibt es ordentlich Beef in der Community. Ja. Wir haben hier den ganz klassischen Modus. Wir haben hier zwei Brüder. Und ich glaube, mehr gibt es da gar nicht großartig zu sagen. Vielleicht noch die Anmerkung, dass beide Parteien jeweils einen Flugzeugträger haben. Auch immer natürlich ein Punkt, wo man definitiv aufpassen muss. Ich werde jetzt erstmal den Punkt cappen und werde dann so in Richtung D abdriften. Das ist der Plan. Und die New Mexico schreibt, dass sie ein bisschen Luftunterstützung braucht, im Sinne von, beziehungsweise Luftabwehr braucht, so ist es richtiger gesagt. Mal schauen, ob hier schon ein Wahnsinniger gleich durchkommen will, aber das ist eher nicht zu erwarten. So, wurde schon aus der Luft aufgedeckt. Das ist kein Schiff. Oh. Okay, die New Orleans hatte ich jetzt hier so gar nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Habe ich nicht aufgepasst. Bisschen geschlafen. Aber ist ja nichts passiert. Die 10 HP, die haben wir beide wohl über. Nun aber hier schon die ersten Torpedobomber. Und da kann man natürlich gleich mal drauf gehen. Ja, das hat ihm wehgetan. War keine sonderlich gute Aktion von dem gegnerischen Flugzeugträger, das muss man mal ganz klar sagen. So macht man es eigentlich nicht. Aber zwei Abschüsse, für mich war es ja schon ganz erfolgreich. Und jetzt wird auf die Cleveland geschossen. Die jetzt hier abdreht, aber nichtsdestotrotz einen kleinen Hit da abbekommt. Ja, nochmal ein. Und schauen wir mal, wie die jetzt noch so kommen. Aber ich glaube, fast die gehen unter. Ah, nochmal 5. Ja, wäre spannend zu sehen, wie hoch die wohl gegangen sind. Auf jeden Fall hat er jetzt auch sein Interesse an mir entdeckt. Hat mir sogar die Steuerung rausgehauen. Dementsprechend musste ich sogar direkt reparieren. So, jetzt ist er leider hinter der Insel. Man sieht, der Gegner, der fährt im Prinzip genau den anderen Weg als wir.
der Fahrt von B auf A. Jetzt ist nur meine Hoffnung, dass hier die Cleveland gleich so auftaucht, dass ich wieder was davon habe, weil die Fahrt natürlich jetzt gerade ganz weit weg, also Richtung Norden. Das erste Blut ist geflossen in diesem Gefecht. Die Cleveland hat sich mich als Ziel ausgeguckt. Der andere kommt da durch die Mitte. Auch spannend. So, zwei Zieltreffer, hat 2000 Schaden. Und da hinten ist die Ranger, das ist spannend. Und da ist eine Warspite. Das heißt, der Gegner hat sich fast hier entblößt. Nur die Warspite schützt da jetzt noch. Auch die Warspite hat sich mich direkt ausgeguckt. Dadurch, dass er jetzt die Warspite in meine Richtung fährt, kann ich ihr auch da mal ein paar Torpedos rüber schicken. Schon wieder die Steuerung weg. Und jetzt hat die Warspite auch ganz gut getroffen. Ja, jetzt habe ich natürlich hier das Problem, dass ich jetzt hier First Target bin. Jetzt muss ich auf die Cleveland unbedingt gehen. Die muss weg. Das stresst die nämlich zunehmend. Ein Torpedo hat eingeschlagen bei der Warspite. Wir reparieren auch einmal mal. Das kann die Atago ja, Gott sei Dank. Und jetzt ist mein Team einer Aufforderung nachgekommen und geht jetzt auf die Cleveland. Schüsse kommen gut. So, und auch die Warspite interessiert sich jetzt gerade nicht mehr für mich. Rennen tue ich allerdings noch. Das kann die Cleveland natürlich. Einen zum Brennen bringen. So. Die Schüsse fliegen. Ah, da ist er weg. Und jetzt fahren wir weiter auf den Gegner drauf. Renne mittlerweile auch nicht mehr, also das ist ja schon mal viel angenehmer. Nur jetzt muss mein Team mal so ein bisschen die Vorhut machen. Aktuell komme ich auf keinen Gegner leider. Und ja, das macht hier so keinen Sinn drauf zu fahren, weil ihr seht, hier vorne ist noch die Benson, dann noch kommt die Nürnberg und die New Orleans. Es ist, und hier sind einfach viele Gegner, also es ist echt Harakiri fast schon. Amagi, Nagato, Fuso, Atago, Pensacola, Ranger. Ja, das ist nicht so schön, aber wir haben fast keine Wahl mehr. Ich werde mal versuchen, so von hinten so ein bisschen zu agieren, weil aktuell bin ich auf jeden Fall mal nicht Ziel Number One. Aber jetzt ist die New Orleans dann da auch, also jetzt muss ich abdrehen. Und ihr seht, ja, der hat aber sowas von satt getroffen.
So, und jetzt schießen wir auf die natürlich. Jetzt hoffen wir, dass der uns nicht... Ja, nochmal das Ruder irgendwas rausschießen. Aber da war es schon passiert. Aber da hat der Gegner jetzt auch einfach besser gespielt. Wir sehen, das ist jetzt natürlich alles auch ein Reichweitenthema. Jetzt will ich nur so ein bisschen mit der Fahrt abbremsen, noch verhindern, dass sie sich hier auf mich einschießen. Das klappt gerade einigermaßen gut sogar. Aber es sind halt doch noch lange 30 Sekunden, bis ich weiterfahren kann. So, wenigstens noch was treffen. Das ist ja schon was, so ein bisschen die Ehre verteidigen. Und jetzt treffen sie natürlich wieder deutlich besser. Jetzt kommst du auch die Sims an. Die natürlich auch in dieser Entfernung unglaublich viel Schaden machen kann. Und jetzt brenne ich weg. Aber es ist eine sehr enge Geschichte. Also wir hatten hier oben zumindest gut ablenken können. Gegner hat allerdings 3 Punkte für sich. Also unser Team müsste hier auf jeden Fall noch ein paar Punkte holen und oben. Die Jungs haben mächtig Schwierigkeiten mit dem Gegner. Diese hier. Die New Orleans, die könnte hoffentlich da die Sims ein bisschen wegmachen. Aber wie gesagt, Sims ist wirklich ein harter Brocken. Jetzt hat die Sims auch noch mehr HP, also... Und ah ja, die New Orleans konzentriert sich auch gar nicht auf die Sims. Der Gegner, der am nächsten dran ist... Aber man sieht auch die Ausrichtung. Ja. So, jetzt will er sich da langsam in die Richtung. Aber das ist meines Erachtens schon fast zu spät. Hätte er viel früher auch da drauf gehen müssen. So, da jetzt achten aber beide auf den. Also es könnte noch klappen, dass sie die Sims wegmachen. Aber die Nachladezeit und die Feuergeschwindigkeit der Sims ist gigantisch. Die Kanonen sind die gleichen wie von der Atlanta, wenn ich mich nicht täusche. Auch ein Fehler, die New Orleans einfach jetzt drauf fahren, die Geschütze, die sekundär noch arbeiten lassen. Macht er jetzt gar nicht, der will jetzt hier wegfahren. Vielleicht Angst vor den Torpedos. Aber meines Erachtens jetzt nicht unbedingt so clever. Jetzt hat er schön getroffen, jetzt sind sie beide vom HP-Pool ähnlich. Nochmal. Wie gesagt, jetzt erwarte ich auch gleich die Torpedos von der Sims. Und, ja, da macht er sie weg. Bisschen überraschend, dass er das noch schafft. Weil da hat die Sims einfach nicht gut gespielt. Man hat sie ja auch gesehen, kaum Schaden gemacht. Und jetzt dürfte die New Orleans aber auch gleich Geschichte sein. Schaut aktuell aber ganz gut aus. Allein schon unser Flugzeugträger schickt immer noch da Flugzeuge hin und unterstützt dementsprechend. Lustig. Gerade ein Unterstützer im Gefecht allerdings war das die New Mexico. Von den Tickets sehr, sehr ähnlich, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die New Orleans demnächst das Zeitliche segnen wird. Und dann ist es eine echt knappe Nummer. Noch 100 Tickets, die wir benötigen. Aber da fährt auch noch gerade ein Schlachtschiff auf A drauf. Das heißt, der A-Punkt gehört auch gleich uns.
Das ist Barney. Schauen wir uns das doch hier aus seiner Distanz etwas näher an. Vielleicht nimmt er nämlich die Pensacola gleich raus. Auf jeden Fall auf die Distanz eigentlich ein gefundenes Fressen, so eine Pensacola. Mal niedriger Schaden, aber Pensacola, jetzt bietet ihm die Seite an. Also jetzt müsste normalerweise schießen und dann wäre die Pensacola aber sowas von weg. Ja, pass auf, jetzt müsste weg sein. Ja, leichter Kill. 11 Tickets noch und dann war's das. Ja, komm schon. Ja, da ist der Sieg. 186.000 Reddits, 2460 XP. Wir sind in der Teamwertung mit 1093 der drittletzte. Also da hat das Team sich wirklich gut geschlagen. Und ja, der Schaden ist nicht so hoch. Wir haben 20, 30, 40, 45.000 45.000 Schaden gemacht. Das geht natürlich besser. Aber bei 45.000 Schaden, was wirklich nicht hoch ist, machen wir 160.000 Credits. Und ihr seht, da ist die Reparatur mit 70.000 Credits veranschlagt. Also, das macht dann doch schon was. Also, wenn man hier überlebt, dann gibt es wirklich gut raus. Ja, von dem her hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch einen Daumen da. Alles Liebe und Dankeschön, euer Alcaramba.